30 Grad, Gym leer, beste Leben. Okay, hab gedrückt. Yeah, yeah, let's go. Hi, was geht? wenn du so guckst, gell, ich weiß nicht, ob du 6 Wochen vor deinem ersten Wettkampf bist oder auf Koks. Also irgendwas dazwischen. Ich bin 6 Wochen. Wir haben 30 Grad und es ist ungelogen kalt in dem Gym. Ich hätte doch noch mein T-Shirt anlassen sollen. Der Mann ist komplett fertig. Ich bin heute witzig. Die Kalorien sind oben, ich bin gut gelaunt. Ich bin aber auch gut gelaunt. Also an der Laune liegt es auf jeden Fall nicht. Heute machen wir das komische Training von Philipp, weil er meint, ja, irgendwie Wettkampf, bla bla bla, 5 Wochen out, bla bla bla. Ich will irgendwie das Training machen, deswegen fangen wir heute mit Überzügen an. Sorry. Machen wir 85, wenn er gut ist, kann immer noch einen hinterher wichsen. Machen wir heute mal entspannt, sonst nehme ich immer zu viel und mein Ego ist wieder zu groß. Wie gesagt, zu meinem Penis, der ist nämlich zu klein. Ich glaube, Ego war wieder zu groß. Geil. Nee, war gut. Sollen wir dieses grüne Handtuch hier wegmachen, weil das sieht verdammt hässlich aus, glaube ich. Ja, wir nehmen am besten das ESN-Handtuch, wo man mit Kopfwände maximal sparen kann. Boah, Junge, das war die beste Überleitung aller Zeiten. Das war die beste Werbung. Ist es drauf? Es ist drauf. Was sagst du? Wie viel machen? Wie viel mache ich? Ich will einen schweren machen. Wie viel machst du? 105. Okay, gut, ich wollte eigentlich sagen, ich war 5 Kilo mehr. Das ist dann, der Traum ist doch gestorben. Der Mann hat einen Kiezblock. Ich zähle nicht mal mehr. Jetzt mach doch jetzt nicht Musik an, das war so schön für Vlog. Danke. Bitte. Wenn du keine 100 Kilo da drauf packst, muss die Tiber wenigstens aussehen wie eine Eichel. Komm. Und hoch. Ich schwöre, das ist so ein Bastardgerät. Du rutschst doch hier die ganze Zeit weg, Digga. Wie machst du es denn mit deinen scheiß Beinen? Ich weiß, mach die ganze Zeit so. Ich mach die Pole Dance. Ich hab Jazz Dance gespielt. Noch ein paar Curls mit 105 Kilo gemacht. So, ich beruhige mich jetzt wieder. Versuche das Beste rauszuholen. Stell dich mal nachts ganz da unten hin. Oh, ich muss gerade rücken. So. Das hier müssten 75 sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ich habe mitgerechnet extra. Zwei Dumme sind ein Schlauer. Und rein. Deine. Schön. Ich stimme alles zurück. Ich habe nur Tipps von dem Profi gebraucht. Und jetzt die wichtige Frage: Wie oft pumpst du eigentlich noch ab jetzt in der Prep 6 Weeks Out? Ernsthaft? Ernsthaft? Also die Frequenz hat sich nicht verändert, sagen wir es mal echt? So. Nö, jetzt bisher geht's. Ja, was bist du für ein Vielficker? Ja, Aschwa, ich habe gesagt, die Frequenz hat sich nicht verändert. Ob die Frequenz jetzt einmal alle 2 Wochen oder einmal am Tag ist, habe ich nicht gesagt. Wie ist das hier befestigt? Warte, mach mal. Ich mach das schon. Ich will das nicht kaputt machen. Kein Problem, Baby. Oh, ja. Ich mach's an, deine Nippel, Digga. Mach's hier hin, nein, bitte nicht. So, Freunde, ich gebe euch jetzt den besten Trainingstipp überhaupt. Zieh die Scheiße runter.
Komm, Junge, bleib drauf. Deine, komm. Weiter. Ich habe beim letzten Wadentraining von Gott gesehen. Weißt du eigentlich, dass du Adern auf dem Lett hast? Hier vorne hast du Adern. Geil. Geil. Aber weißt du, was mir auch drauf hält? Stell dich mal hier hin. Boah, hast du gefurzt? Nein. Wir sehen so schon so ein bisschen aus wie verschollene Brüder, so ein bisschen. Ein bisschen. So leicht. So ein bisschen verballert halt, ne? Verballert, aber nicht vollgeballert. Das sieht halt so bekloppt aus. Das ist wirklich geistkrank. Und wie ruhig der dabei ist, ne? Ich würde zusammen. Ja, genau. Push it to the limit, I can't go no more.